Hallo, grüß Gott und herzlich willkommen zur Sportarena. Wir melden uns heute von der Seisser Alm und unser Gast, das ist Silvia Bertagna. Vielleicht ein noch unbekanntes Gesicht, aber Silvia Bertagna, die wird bei den Olympischen Winterspielen in Sotschi starten und zwar im Ski-Slopestyle. Eine eher noch unbekannte Sportart hier bei uns, aber eine Sportart, die im Kommen ist und die international ja einen sehr großen Erfolg bereits feiern kann. Silvia, es ist ein bisschen überraschend gekommen, dass du dich jetzt für Olympia qualifiziert hast. Ski-Slopestyle, was ist das eigentlich? Ja, Slopestyle-Ski ist eine Freestyle-Sportart. Es sind praktisch, man macht zwei Läufe über Rails und Sprünge. Man muss da meistens zwei Sprünge machen und zwei Rails, können aber auch mehr sein. Und es wird halt bewertet, wie man die Sprünge macht, was für Tricks man macht und die Schwierigkeit ist halt so das Wichtigste. Also die Haltung wird bewertet, außerdem natürlich die Schwierigkeiten. Da gibt es dann Kampfrichter, die geben Punkte. Du hast jetzt fast 80 Punkte bei dem letzten Weltcuprennen in Gstaad sammeln können. Das ist eine absolute Spitzenplatzierung, die du da erreicht hast. Und jetzt natürlich steht Olympia vor der Tür. Hast du schon einmal daran gedacht? Jetzt musst du nach Sotschi fahren? Nein, da habe ich überhaupt nicht daran gedacht, aber ist ja super. Was erwartest du da vor diesen Olympischen Spielen? Ich weiß es noch nicht. Ich schaue einfach mein Bestes zu geben und hoffentlich passt es und kommt ein gutes Resultat daraus aus. Ja, ihr wirkt ja immer so cool, seid immer schön angezogen, sehr modisch. Schaut einem so aus, als ob euch eigentlich alles egal wäre, aber das ist nicht so, oder? Nein, man hat auch Emotionen, ist natürlich angespannt. Klar, vor dem Rennen ist man allem angespannt, glaube ich, ist ja jeder Sportler und man muss halt in Stand sein, das ein bisschen auszublenden und einfach fahren wie allem im Training und was man eigentlich kann. Jetzt, du machst das ja nicht als Beruf, was tust du eigentlich? Nein, wenn ich nicht Ski fahre, dann arbeite ich im Sportgeschäft in St. Ulrich bei meiner Mama. Und wenn ich Ski fahren gehe, dann ist sie zum Glück dort, sonst könnte ich das gar nicht machen. Die ganz, ganz jung bist du ja nicht mehr, du bist 6, 27 Jahre alt. Jetzt fährst du das erste Jahr im Weltcup, gleich auf dem Podest. Hast du einmal davon schon geträumt? Nein, eigentlich nicht. Die haben das mit dem Weltcup überhaupt erst heuer angefangen und ich habe zwar daran gedacht, dass ich mich zwischen die ersten acht, also fürs Finale qualifizieren kann, aber aufs Podest hatte ich nie gedacht. Das war eine Überraschung. Jetzt, du hast ja selbst gemerkt, plötzlich bist du ganz bekannt geworden da in Südtirol. Wie ist das? Man fährt immer so halb anonym und jetzt kümmern sich alle darum und sagen sie, wer ist diese Silvia Bertagna? Alle sagen mal ein hübsches Mädchen und dann jetzt natürlich auch noch extrem gut vom Sport her. Ja, ist irgendwie komisch, wenn alle einen erkennen und gratulieren, aber es passt schon. Ist ganz lustig. Eine deiner besten Freundinnen, die Carolina Kostner, die wird ja bei Olympia um den Titel mitkämpfen. Du bist auch eine Eiskunstläuferin, hast auch schon bei Italienmeisterschaften mitgetan, dort auch eine Platzierung an Rang 8 erreicht. Eiskunstlaufen, ist das eigentlich ein Vorteil für dich, dass du das gemacht hast, jetzt in dieser Sportart, wo man ja doch ziemlich eine Körperbeherrschung braucht? Ja, ich denke schon, dass Eislaufen als Vorteil ist für mich und es sind auch sehr viele Mädchen in Freestyle, die früher Eis gelaufen haben. Wie trainiert ihr? Wie trainiert ihr im Sommer zum Beispiel? Im Sommer tun wir viel Trampolin springen und halt Trockentraining, Laufen und Radl fahren und ein bisschen surfen oft einmal, klettern, alles was halt so Spaß macht. Ja, jetzt wenn man da zuschaut, die Springer, die sind ja gewaltig, sehr hoch, sehr lang. Hat man da nicht ein bisschen Angst? Nein, man fängt ja allem klar an. Erst schon kleine Sprünge und dann werden sie halt allem größer und weiter. Aber Angst. Angst nicht. Ein bisschen Respekt. Und selbst braucht es auch, aber so richtig Angst habe ich nicht. Trotzdem, wenn man schaut, die Verletzungsgefahr relativ groß. Immer wieder fallen ein paar aus bei euch. Ja, so, ist aber glaube ich in jedem Sport. Ich glaube, in anderen Sportarten sind auch oft viele Verletzte und es ist halt so. Der Markus Eder wird vielleicht ebenfalls nach Olympia fahren. Die Nominierungen stehen ja vor der Tür. Ja. Da seid ihr gleich zu zweit in dieser Sportart aus Südtirol. Ist super. Jetzt Olympia. Die Nominierungen sind gemacht worden. Viele Südtirolerinnen und Südtiroler sind mit dabei. Freust du dich auf Olympia auch, was anbelangt, nicht nur das Sportliche, sondern man trifft da natürlich Athleten und Athleten von der ganzen Welt? Ich freue mich vor allem auf das ganze Drum und Dran, die ganzen anderen Athleten zu treffen und das ganze olympische Feeling einfach mitzukriegen, weil
das reine Rennen an sich ist wie jedes andere, denke ich. Da muss man sich konzentrieren auf dem, was man zu tun hat. Und das wird schon passen, aber ich glaube, das ganze Feeling rundherum ist gewaltig. Ja, wir freuen uns natürlich mit dir. Jetzt wollen wir mal ganz kurz hineinhören, was auch deine Mannschaftskollegen dazu sagen. Silvia Bertagna hat am Samstag in Gstaad eine neue Seite in der Südtiroler Wintersportgeschichte geschrieben. Die 27-Jährige aus St. Ulrich schaffte als erste einheimische Freestyle-Athletin den Sprung aufs Weltcup Stockerl. Bertagna belegte in der Schweiz den dritten Platz und sicherte sich mit diesem Ergebnis überraschend das Ticket für die Olympischen Spiele in Sotschi. Bertagna setzte sich bereits in der Qualifikation vorne fest. Sie bestätigte ihre gute Leistung mit einem spektakulären Auftritt im Finale und wurde Dritte. Nur die deutsche Lisa Zimmermann und die Britin Cathy Summerhays waren in Gstaad besser als die Grünerin. Bertagna absolvierte in diesem Jahr ihre erste Weltcup-Saison. In Übersee belegte sie bei den beiden ersten Weltcuprennen in diesem Jahr die Plätze 9 und 10. Sie ist die einzige Südtiroler im Weltcup. Bei den Männern starten hingegen mit Markus Eder aus Luttach, dem Busterer Lukas Schäfer und den beiden Grönern Ralf Weltboner und Andreas Pacher gleich vier einheimische Freestyler im Weltcup. In Gstaad fuhr auch Markus Eder sein bestes Karriereergebnis ein. Der Luttacher wurde Elfter und löste ebenfalls das Ticket für Sotschi. Berathoner, Pacher und Schäfer scheiterten in der Qualifikation, freuten sich aber über den Erfolg ihrer Teamkollegin Silvia Bertagna. Die Silvia ist ganz eine Feine. Sie, glaube ich, hat nie jemanden besucht. Sie ist allem ganz brav und sie hilft allem, wenn du etwas brauchst. Und freut mich schon ganz für ihr. Sie hat ein gutes Talent und sie hupft schön und zaubert allem, kugelt nicht viel miteinander. Und ich denke, wenn sie sich zusammenreißt, kann etwas Gutes ausschauen. Ich gratuliere Silvia. Sie hat das gut gemacht. Sie ist sicher fort und ich denke, bei den Olympiaden kann sie einen guten Platz machen. Sie ist allem ganz nett, freundlich und hilfsbereit. Ich kann sie leider, ich kann gut sie erzählen. Sehr beliebt ist Silvia Bertagna, wir haben es gehört. Sie wird also in Sotschi starten. Auch viele Biathleten haben sich für Sotschi qualifiziert. Das letzte Weltcuprennen, das hat ja hier in Südtirol und zwar in Antholz stattgefunden, war wieder ein Riesenerfolg mit über 60.000 zahlenden Zuschauern mit dabei und auch sehr, sehr viele Südtiroler waren mit von der Partie und es gab sogar diesmal einen Südtiroler Sieg mit Lukas Hofer. Aus Antholz berichtet für uns Hannes Kröss. Biathlon-Fans haben am vergangenen Wochenende den Weltcup in Antholz wieder zu einer tollen Sportparty gemacht. Vor allem die deutschen Fans hatten Grund zu feiern. Simon Schemp hatte in der Südtirol Arena zweimal die Nase vorn. Arndt Beifer belegte im Sprint den dritten Platz. Andrea Henkel gewann die Verfolgung der Damen und wurde im Sprint Zweite. Doch auch aus Südtiroler Sicht wird der Biathlon-Weltcup 2014 in Antholz für immer in Erinnerung bleiben. Zum ersten Mal seit 26 Jahren, damals durch Johann Bassler, gab es dieses Mal durch Lukas Hofer wieder einen Heimsieg. Hofer gewann in einem dramatischen Sprintwettkampf zeitgleich mit dem deutschen Simon Schemp. Happy. Ich freue mich umso mehr, weil ich mit dem Simon auf dem ersten Platz stehe. Wir kennen uns extrem lange, bei dem ersten Weltcup-Sieg, immer den ersten Weltcup-Sieg in Antholz. Ein Ziel ist erreicht, das Podium ist zu. Deswegen jetzt können wir nochmal mit der Gaudi Sotschi fahren. Nur 24 Stunden nach Lukas Hofers erstem Weltcup-Sieg waren er und seine Konkurrenten in der Verfolgung im Einsatz. Der 24-jährige Montaler verließ zwar gemeinsam mit Simon Schemp die Südtirol Arena als erster, doch mit 6 Fahrkarten am Schießstand ging es von Platz 1 auf Rang 20 zurück.
Anfang zu aggressiv auf den Skistand Fehler geschossen, was nicht sollen passieren. Liegt dann selber nicht einmal gesehen, bin selber einmal gefragt, was es sein. Es ist ein Fehler gewesen, was man normal nicht macht im Training. Ist sicher eine neue Erfahrung gewesen, heute einfach auch vorne weg zu starten. Man muss das aber auch lernen, weil wir sind, es ist Weltcup. Da muss man auch damit rechnen, wenn man jetzt einmal vorne dabei ist. Deswegen jetzt heißt es im Training drunter arbeiten und dann schauen wir weiter. Mit Markus Windisch und Daniel Taschler waren bei den Männern zwei weitere heimische Biathleten in Antholz am Start. Windisch stand ein 36. Platz im Sprint zu Buche. In der Verfolgung konnte er 4 Ränge gut machen und wurde 32. Daniel Taschler schrammte im Sprint als 64. haarscharf an der Qualifikation für den Verfolgungswettkampf vorbei. Der Sohn von OK-Chef Gottlieb Taschler kam auch am Sonntag in der Staffel zum Einsatz, machte seine Sache gut, doch wenig später gab die italienische Mannschaft auf, weil Christian Martinelli von starken Rückenschmerzen geplagt wurde. Ich bin heute ganz zufrieden, habe wieder gut geschossen und läuferisch war es auch nicht so schlecht. Ich glaube, das war eine gute Leistung. Für Sochi wird es schwierig werden. Sam hatte gemisst am Freitag wahrscheinlich ein bisschen besser sein. Schauen wir, wie den Trainer entscheiden und dann sehe ich mal. Bei den Damen sorgte aus Südtiroler Sicht Dorothea Wierer für die besten Ergebnisse. Die 23-Jährige aus Rasen wurde im Sprint 26. und machte in der Verfolgung 6 Ränge gut. Am Donnerstag ist es gut gegangen auf die Ski. Ich habe eine super Zeit gehabt auf die Ski. Leider habe ich 2 gefehlt, was natürlich ein bisschen gleich hinten. Und ja, gestern war ich so viel müde. Ich habe einfach heute gepackt auf die Ski, auch wenn die Ski das Resultat gepasst hat. Aber ja, wenn nicht alles zusammenpasst, dann geht es heute. In der Staffel wäre Via als Schlussläuferin zum Einsatz gekommen, doch der Wettkampf musste schon bei Federica Sanfilippo in der zweiten Runde abgebrochen werden, weil der Nebel zu stark war und die Biathletinnen am Schießstand die Scheiben nicht mehr sahen. Apropos Sanfilippo, sie gab bei ihrem Antholz-Debüt mit einem 56. Platz im Sprint und Rang 42 in der Verfolgung noch einmal eine Empfehlung für die Olympischen Winterspiele in Sochi ab. Die Saison sind es innerhalb nächster Woche. Aber auf jeden Fall, auch wenn ich nicht nach Olympia oder halt nach Sochi fahren darf, bin ich nicht traurig. Es wäre logisch, bei Erik dabei zu sein, aber es gibt ja noch eine Europameisterschaft, wo es Medaillen zu holen gibt. Michela Ponza belegte im Sprint Platz 32 und holte auch in der Verfolgung als 40. Punkte. Nein, jetzt war ich eben 2 Wochen krank, jetzt komme ich wieder rein, schon langsam. Wir haben halt in der Piste noch nicht die Konstanz, dass ich regelmäßig laufe. Schießen geht immer gut und jetzt haben wir noch ein bisschen Zeit und dann schauen wir die nächsten Tage, wissen wir noch Bescheid, werden wir nach Sochi fort. Die junge Alexia Rungeldier verpasste als 72. im Sprint die Quali für den Verfolgungswettkampf klar. Wie fällt die Bilanz der 22-jährigen Grödnerin aus? Ich habe mir es besser vorgestellt, beim Sprint ist es nicht so gegangen, wie ich es mir gehofft habe. Ich habe gut geschossen, aber auf die Ski ist es nicht so gegangen. Ja, schauen wir mal vorwärts und allem Zähne zusammenbeißen und echt dran trainieren und schauen, was rauskommt. Auf alle Fälle positiv ist das Resümee von Rennleiter Lorenz Leitgeb. Ich muss allem wieder sagen, also mit den, als Rückhalt mit dem Team, was wir da hinter uns haben für die Aufbauarbeiten und die freiwilligen, ganzen freiwilligen Mitarbeiter an der Straße nicht zu stemmen und dementsprechend läuft es auch reibungslos. Der Biathlon-Weltcup 2014 in Antholz war auch die Generalprobe für die Olympischen Winterspiele in Sochi. Vielleicht holt sich der eine oder andere Antholz-Sieger ja auch in Russland eine Olympiamedaille ab. Wir wechseln jetzt Sportart und kommen zum Ski-Langlaufen. Da wurden die Italienmeistertitel am vergangenen Wochenende vergeben. Und zwar auf dem Cereda-Pass im Primiero im Trentino. Und auch hier haben die Südtiroler sehr gut abgeschlossen. Die nationalen Titelkämpfe im Skilanglauf auf dem Cereda-Pass waren gleichzeitig auch die letzte Generalprobe für die Azzurri vor den Olympischen Winterspielen in Russland. Das Wetter hat nicht so recht mitgespielt. Die Südtiroler Langläufer hinterließen aber einen sehr starken Eindruck.
knapp eineinhalb Wochen, nachdem sich Dietmar Löckler gemeinsam mit Federico Pellegrino im Teamsprint zum Medaillenmeister kürte, setzte sich der Brunnecker auch im 15-Kilometer-Bewerb in klassischer Technik durch und holte sich den zweiten nationalen Titel in der laufenden Saison. Löckler gewann in 37 Minuten und 21 Sekunden und verwies Olympiasieger Giorgio Di Cinta um fast eine halbe Minute, was ein beachtlicher Vorsprung ist, auf den zweiten Platz. Bronze ging an den Trentiner Pellegrin. Zweitbester Südtiroler war Roland Klara auf Rang 8. Der Reischacher scheint sich so langsam nach seiner Erkrankung zum Jahreswechsel zu erholen. Der Gröner Jean-Martin Kostner beendete hingegen den 15-Kilometer-Lauf auf den 13. Rang. Bei den Damen setzte sich über 10 Kilometer Marina Piller vor Sara Pellegrini und Elisa Brochard durch und feierte ihren ersten Sieg bei einer Italienmeisterschaft. Die Gardatalerin Deborah Agreiter konnte sich in der U23-Kategorie über die Bronzemedaille freuen. Beim Sprint lief es für die Südtiroler nicht ganz nach Wunsch. Der Gröner David Hofer zog zwar mit der zweitbesten Zeit in der Qualifikation souverän ins Finale ein, verpasste dann aber nach einem Sturz eine Medaille. Hofer wurde schließlich nur Vierter, der Titel ging an Loris Fresnelli vor Fulvio Scola und François Viren. Ich bin zweimal hingefallen, einmal im Viertelfinale und einmal im Finale. Und mit, wenn man nicht stehen kann, kann man eigentlich nicht gewinnen, das ist so in der Sprint. Aber schönes Rennen war ich auch ziemlich gut drauf, deswegen passt es schon so. Bei den Damen kürte sich Francesca Bodin zur Sprint-Italienmeisterin. Am Sonntag stand dann als letzter Bewerb der Skiathlon auf dem Programm. Die Männer mussten zunächst 10 Kilometer in der klassischen Technik zurücklegen, ehe es in der freien Technik noch einmal über dieselbe Distanz ging. Roland Klara startete alles andere als gut in den Bewerb. Der Reischacher hatte Mühe, mit dem Tempo der Besten mitzuhalten und hatte beim Wechsel 18 Sekunden Rückstand auf das Führungstrio Dietmar Nöckler, David Hofer und Valerio Checchi. Mit Fortdauer des Skiathlons kam Klara aber immer besser in den Rhythmus und setzte sich am Ende in 46,44 Minuten durch. Mit 4,7 Sekunden Rückstand auf Klara belegte Altmeister Giorgio Di Cinta den zweiten Platz, während David Hofer aus St. Christina als Dritter ins Ziel kam. Heute ist ein zartes Rennen gewesen. Es hat die Nacht geschnieben, hat es wieder geregnet und wieder geschnieben. Da hat man sich nicht recht ausgekennt. Ich bin auch mit Klistenski gestartet und im Rennen hat es angefangen zu schneiden. Und dann ist Klistenski der Tod, das rutscht nicht mehr und das hält auch nicht mehr gescheit. Und deswegen war ich richtig froh, weil ich klassisch fertig war und endlich Skating wechseln gekannt habe. Weil für mich auch nicht das ausgeschaut hat. Weil ich am Ende vor der Gruppe gelaufen bin, aber irgendwie narrisch hart getan in klassisch. Skating war noch ein Stück leichter. Skating, ja. Ich habe eigentlich ganz ein gutes Rennen gemacht. Ich bin froh, dass ich jetzt wieder so viel gut drauf bin, hier in Italien ein Rennen gewinnen zu können nach der Grippe, die ich gehabt habe. Aber ganz ehrlich gesagt, reicht die Form sicher noch nicht für Sochi. Deswegen, jetzt haben wir noch ein bisschen Zeit und jetzt müssen wir uns alle noch verbessern und nachher schauen wir, ob wir in Russland was zu reisen können. Mit dem Gröner Jean-Martin Kostner, der Rang 10 schaffte, landete ein weiterer Südtiroler in der Top 10. Dietmar Nöckler fiel hingegen auf den 14. Rang zurück. Bei den Damen ging es zweimal über 7,5 Kilometer. Hier hatte am Ende erneut Marina Piller die Nase vorne. Sie hatte eine halbe Minute Vorsprung auf Virginia De Martin Topranin. Die zweite wurde Bronze, holte die Gardatalerin Deborah Agreiter, die im Zielsprint De Martin Topranin knapp den Vortritt lassen musste. Dafür gewann sie den Titel in der Altersklasse U23. Elisa Kaslatter belegte Rang 10. Ich bin heute zufrieden mit dem dritten Platz. Mir ist schade für den zweiten Platz, er war ganz noch knapp. Ich muss sagen, die letzten Rennen sind jetzt nicht mehr so gut gegangen für mich. Aber ich spiele alle, weil es fehlt einfach noch Viren mit der Verletzung, was ich auch am Anfang von der Saison habe. Die lasse ich spielen, mehr als das, was ich mir am Anfang gedacht habe. Aber ich bin zuversichtlich und ich arbeite weiter fest. Mit diesen Leistungen bei der Italienmeisterschaft müssten Deborah Agreiter, Dietmar Nöckler, David Hofer und Roland Klara das Ticket für die Olympischen Winterspiele in Sochi sicher haben. Und auch im Langlaufen werden wir also in Sochi sehr gut vertreten sein. Die Kunstbahnrodler, die werden ja wieder für Medaillen hoffentlich sorgen in Sochi. Die Naturbahnrodler hingegen, die haben ihre Europameisterschaft am vergangenen Wochenende in Umhausen in Nordtirol ausgetragen. Und auch da gab es eine Medaillenflut. Die Naturbahnrodler, die ja bei den Olympischen Spielen dann nicht mit dabei sein werden. Musik.
Zum ersten Mal in der Geschichte des Naturbahn-Weltcups wurde am vergangenen Wochenende in Umhausen im Ötztal ein Weltcuprennen gleichzeitig als Europameisterschaft gewertet. Gefahren wurde nach dem Format der Weltcuprennen, also mit zwei Läufen und nicht wie sonst üblich bei Meisterschaften mit drei Durchgängen. Und die Rennen in Umhausen wurden wieder als Nachbewerb ausgetragen. Gestartet ist die 25. Naturbahn-Rodel-Europameisterschaft in Tirol mit einem Südtiroler Erfolg. Der Völser Patrick Pignetter und der Gardertaler Florian Klara entthronten die beiden Russen Pavel Borschnew, Ivan Lazarev und holten sich den Europameistertitel zurück. Die Russen mussten sich diesmal mit Silber begnügen. Das Rennen war aber nichts für schwache Nerven. Nach dem ersten Lauf führten Borschnew Lazarev mit 16 Hundertstel Vorsprung auf Pignetter Klara, die kein Risiko eingingen, dann aber doch ein bisschen zu langsam waren. Im zweiten Durchgang fuhren die beiden Südtiroler voll auf Angriff, lagen jedoch nach der dritten Zwischenzeit noch eine Hundertstel hinter den Russen. Mit einem starken Finish konnten sie sie aber noch überholen. Am Ende hatten Pignetter Klara 9 Hundertstel Vorsprung und durften sich über ihren zweiten Europameistertitel nach 2010 freuen. Vor 4 Jahren gewannen sie ebenfalls in Österreich, damals in St. Sebastian. Mit diesem Sieg bauen Pignetter Klara auch ihre Führung in der Weltcup-Gesamtwertung aus. Wir haben heute zwei wirklich perfekte Läufe angelegt. Die Russen, sie waren einfach sehr stark da. Heute in Umhausen, wir schon in den letzten Jahren da oben räumen, eine Duelle mit Borschnew Lazarev gehabt und so war es auch heute. Im letzten Lauf haben wir wirklich alles riskieren müssen und es ist uns wirklich aufgegangen. Bis zum letzten sind wir noch 1 Hundertstel vorne, muss man sagen, 9 glückliche Hundertstel und ein tolles Rennen heute. Pavel Borschnew, Ivan Lazarev, die nach einem verkorksten Saisonauftakt rechtzeitig vor der EM wieder in Form gekommen sind, wurden Zweite vor ihren Mannschaftskollegen Alexander Egorov, Peter Popov, die aber schon 2,5 Sekunden Rückstand auf die beiden führenden Teams aufwiesen. Bei den Damen holte sich auf der fast 1 Kilometer langen Grantau-Rodelbahn die Russin Ekaterina Lavrentieva ihren 4. Europameistertitel in Folge, den 5. insgesamt. Aber auch hier gab es eine knappe Entscheidung, dank der Tascherin Melanie Schwarz, die bereits in der Qualifikation Bestzeit fuhr und nach dem ersten Durchgang nur 15 Hundertstel hinter der russischen Seriensiegerin lag. Im zweiten Lauf büßte Schwarz noch einmal 16 Hundertstel ein. Am Ende trennten 31 Hundertstel Lavrentieva von der 24-jährigen Pinschkerin. Schon 2011 bei der WM in Umhausen wurde Schwarz Dritte. Ja, es ist Silber im Einzel gewachten bis zum Schluss und ich bin wirklich voll überglücklich. Ich bin leider 13. insgesamt hinter der Kettel und ich habe es hier ein bisschen schwach gemacht und das freut mich, dass ich so noch ein Turnier zu gekommen bin. Bronze ging diesmal an die Österreicherin Tina Unterberger. Es war überhaupt ihre erste Medaille bei einem Großereignis im Einsitzer. Evelyn Landtaler aus Moos im Passaia verpatzte den ersten Lauf, am Ende reichte es aber gerade noch für Rang 4. Die Völserin Carmen Planetscher, die den Parallelbewerb auf der Seiser Alm gewonnen hat, fiel im zweiten Lauf vom 6. auf den 14. Platz zurück. Den Nationencup der Damen gewann Sarah Bachmann vor der Österreicherin Maria Auer und Greta Pingera. Bei den Männern feierte Patrick Pignetter seinen 3. Europameistertitel in Folge. Mit einem entfesselten ersten Lauf legte der Völser die Basis für seinen Erfolg. Seinem Teamkollegen, dem Finnlander Alex Gruber, nahm er 1,22 Sekunden ab, Lokalmatador Thomas Kammerlander 1,37 Sekunden und Routinier Toni Blaspeter lag als 4. bereits 1,41 Sekunden zurück. Dass sich das so ausgeht, das habe ich mir fast nicht zu erwarten getan, weil heuer eben Alben ganz knapp waren. Die Ergebnisse habe ich auch schon gewusst. Wenn ich perfekte Läufe anbringe, dann kann ich das auch schaffen. Und heute mein Ansitzerrennen so abzuschließen, auch mit so einem großen Vorsprung, ist wirklich super. Der 26-jährige Pignetter fuhr auch im zweiten Durchgang Bestzeit, aber nur mehr 1 Hundertstel schneller als Kammerlander. Der Tiroler überholte somit Gruber und gewann vor seinem Heimpublikum Silber. Alex Gruber kam über die 4. Zeit nicht hinaus, am Ende reichte es aber doch noch für Bronze mit nur 8 Hundertstel Vorsprung auf Blasbichler. Für den 41-Jährigen war dies die letzte Europameisterschaft, am Ende der Saison wird er zurücktreten, der auch immer wieder mit Problemen am Knie zu kämpfen hat. Heuer ist das Jahr von der Europameisterschaft gewesen, wir haben auf den her trainiert und ich denke, mit dem 3. Platz bin ich mehr als zufrieden, es ist eigentlich ein guter Aufgang und es passt. Stefan Gruber als 5. komplettierte den Südtiroler Triumph.
Auch im Nationencup belegten die einheimischen Rennrodler mit Florian Breitenberger, Florian Klara und Stefan Federer die ersten drei Plätze. Die Azzurri holten sich abschließend auch noch Gold im Teambewerb. Melanie Schwarz, Alex Gruber und das Doppel Bigneter Klara fuhren in einer anderen Liga und gewannen mit über 2 Sekunden Vorsprung auf Russland und 3,5 auf Österreich. Von den insgesamt 12 vergebenen Medaillen holte Südtirol somit deren 5, 3 davon aus Gold. Und am Wochenende kehrt der Weltcup nach Südtirol zurück und macht in Olang Halt. Ja, wir kommen wieder zu Silvia Mertagna, unser Gast heute. Sie wird bei den Olympischen Winterspielen in Sochi im Ski-Slopestyle an den Start gehen. Jetzt Sochi, da fehlen noch einige Wochen, nur mal ganz wenig. Wie bereitest du dich vor? Ja, ich bin jetzt eigentlich daheim. Ich werde auf der Alm ein bisschen trainieren und ja. Wie ist das, wenn man so plötzlich bekannt wird? Da rufen natürlich die Medien an, alle wollen dich interviewen, alle wollen irgendetwas wissen. Nationale Medien, lokale Medien. Ist das lästig oder ist es recht fein? Man weiß, eigentlich ist man recht bekannt. Irgendwie ist es ganz lustig und fein, aber auf Dauer vielleicht ein bisschen lästig. Ja, schauen wir, da muss man sich vielleicht gewöhnen. Das passt schon. Das wäre natürlich ein Problem, wenn du jetzt mit einer Medaille nach Hause kommst. Zum Freimarin, nämlich gleich. Hast du mit der Carolina Kostner schon gesprochen, mit deiner Freundin? Wir haben uns auf Facebook geschrieben, aber noch ein bisschen erklärt. Ja, sie startet ja als eine der Titelfavoritinnen. Ja. Jetzt kann es passieren, sie fährt dorthin, du kommst nach Hause, du hast eine Medaille im Hals. Ja, hoffentlich haben wir beide eine. Ja, das hoffen wir. Das hoffen wir natürlich auch. Wir drücken der Silvia Mertagna natürlich die Daumen. Hoffen, dass sie bei Olympia gut abschneidet. Und sonst, sie ist ja noch jung, sie hat ja noch die Möglichkeit, auch bei den nächsten Olympischen Spielen mit dabei sein. Ski-Slopestyle zum ersten Mal olympisch. Aber sie ist ein absoluter Renner, besonders im Fernsehen. Und wir werden sie auch dort verfolgen. Wir bedanken uns bei ihr, wünschen ihr noch gute Tage jetzt vor Olympia und dann viel Erfolg. Und wir bedanken uns natürlich auch fürs Zusehen und wünschen noch einen schönen Abend.